Hallo, dies ist von SamiFossilAcademy.com. In diesem Video werde ich darüber zu sprechen. Was ist Harnsäure? Harnsäure ist eine heterozyklische Verbindung aus Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff mit der Formel: Harnsäure ist eine chemische Verbindung, erstellt, wenn der Körper zerfällt, Substanzen, genannt Purine. Purine sind in einigen Lebensmitteln und Getränken gefunden. Dazu gehören Leber, Saatellen, Makrelen, getrocknete Bohnen und Erbsen und Bier. Die meisten Harnsäure löst sich im Blut und fährt auf die Nieren. Von dort gelangt es in Urin. Wenn Ihr Körper zu viel Harnsäure oder nicht genug von ihr zu entfernen, können Sie krank werden. Bluttest durchgeführt, um zu überprüfen, wie viel Harnsäure in Ihrem Blut haben. Ein weiterer Test kann verwendet werden, um das Niveau der Harnsäure im Überprüfen Ihr Urin. Im menschlichen Blutplasma ist der Referenzbereich von Harnsäure in der Regel 3,4 bis 7,2 Milligramm DL für Männer und 2,4 bis 6,1 Milligramm DL für Frauen. Harnsäurekonzentrationen oberhalb und unterhalb des Normalbereichs sind bekannt, beziehungsweise als Hyperuricämie und Hyperuricämie. Ursachen der hohen Harnsäure: In vielen Fällen haben die Menschen Harnsäurespiegel für erbliche Gründe erhöht. Diät kann ein Faktor sein. Hohe Aufnahme von Nahrungspurin, High-Fructose-Sirup und Haushaltszucker erhöht Harnsäure verursachen. Kann Serum-Harnsäure aufgrund der reduzierten erhöht werden, die Ausscheidung über die Nieren. Fasten oder schnelle Gewichtsabnahme kann vorübergehend elevate Harnsäurespiegel. Bestimmte Medikamente wie Diuretika können Harnsäurespiegel im Blut erhöhen. Die Sättigungswerte von Harnsäure im Blut kann in einer Form von Nierensteinen führen, wenn die Harnsäure kristallisiert in der Niere, und kann auf eine Art von Arthritis-Gicht bekannt führen. Dieser schmerzhafte Zustand ist das Ergebnis der nadelförmige Kristalle von Harnsäurefällungs in Gelenke, Kapillaren, Haut und anderen Geweben. Vielen Dank für das Ansehen von Fossilakademy. Bitte abonnieren Sie dieses Video, teilen. Click to get more videos playlist. Please subscribe, like, share and comment. Thank you for watching Fossilakademy.